Anna, du dachtest, du könntest mich ficken, jetzt bist du doch zerschmettert von Tipocloni, Deutschlands lässigsten Mothbeat-Rapper. Wie lange habe ich das vorbereitet? Dabei ist die Line eigentlich nur geklaut. Und willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ich habe was sehr Interessantes entdeckt, nämlich das hier. Sitzungen. Das sind also... Wir hören einfach mal rein. Also das ist... Okay, fangen wir an. Es ist Dienstag. Das sind Abschriften von privaten Sitzungen, die ich nach der Insel hatte. Was hat... Wie hat sich Anna die bloß verschafft? Ich habe keine Ahnung, warum die jetzt in unserem Inventar sind, aber wir hören sie mal an. Der 25. Juli und ich bin hier mit Miss Lara Croft. Wie geht es Ihnen heute, Miss Croft? Gut, danke. Ist es eine Telefonsitzung? Es hört sich so telefonmäßig an, Ihre Stimme. Miss Croft, es gibt einen kleinen Witz über das Wort gut in der Psychiatrie. Es steht für Gefühle unterdrückt, Therapeut. Ja. Ich dachte, Witze sollen lustig sein. Ja, stimmt. Möglicherweise habe ich den Witz überschätzt. Wie auch immer, wenn uns diese Sitzungen etwas bringen sollen, müssen sie ehrlich sein. Also, können Sie ehrlich sagen, Sie fühlen sich gut? Nein, schon länger nicht. Lara ist beinahe komplett isoliert. Aber es ist klar, dass sie leidet. Trinity wird wollen, dass ich das gegen sie benutze. Okay. Hör ich mir das jetzt alles an? Das wär... Na komm, egal. Von mir aus. Erzählen Sie mir mehr über die Träume. Albträume. Ich erinnere mich nicht an sie. Nur an die Gefühle danach. In Träumen sind unsere Gefühle oft wichtiger als die Fakten. Erzählen Sie mir mehr darüber. Angst. Schuld. Ich bin auf der Insel und meine Freunde sterben. Ich kann nichts tun und es ist alles meine Schuld. Tomb Raider 2013. Das ist... ich glaube schon. Lara, wie ich es verstanden habe, haben Ihre Freunde dort dank Ihnen überlebt. Nur ein paar von Ihnen. Niemand von Ihnen hätte überlebt, wenn Sie nicht gewesen wären. Es ist nicht Ihre Schuld. Niemand von Ihnen wäre dort gewesen, wenn ich nicht gewesen wäre. Natürlich ist das meine Schuld. Ah. Schuld ist oft die Motivation der Croft-Familie. Wir haben das bei Ihrem Vater ausgenutzt. Mal sehen, wozu sie Lara bringt. Warum Anna auch immer das da drauf gesprochen hat. Aber gut, ich höre jetzt nicht alles an. Wir merken uns 2 von 6 und wir hören irgendwann mal weiter, weil ich will spielen. Bitte, wo muss ich überhaupt hin? Wo komme ich her? Ich weiß es nicht. Hier vielleicht? Wo muss ich denn hinfahren oder so? Was will ich hier überhaupt? Oh, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Halt, das ist wichtig, das ist wichtig. Ich habe mir das letzte Mal extra rausgeschrieben. Was heißt rausgeschrieben? Also es ist... Ach, komm schon. Funktürme.txt. Ich werde jetzt ein bisschen was rausschneiden, aber ich werde das ausprobieren, weil ich kann diesen 5. jetzt schon holen. Ich muss nur wissen, wie... Bravo ist unterwegs auf keinen weiteren Widerstand gestoßen. Findet die Einheimischen, wir brauchen Antworten. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Ich hätte einfach nur gucken müssen, da war überhaupt nichts dabei. Oh, es ist... Ja, ich habe Federn voll, was auch immer. Okay, das ist Funkturm 5. Ich hätte einfach nur einmal um diesen scheiß Berg rumgehen müssen, hätte ich es gesehen. Ah, leck mich doch am Arsch. Ist egal. Wir haben es auf jeden Fall. Und spring. 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 Dann fall runter. Wo bin ich denn sonst immer gelandet? Ich glaube, da unten. Ja. Mhm. Sprung. Weiter hoch, ja. Die Frage ist nur, muss ich mir den Dietrich abholen oder wie? Oder was? Ah ja. Kehren Sie zum General zurück. Alles klar. Überlebe ich das? Das überlebe ich auf jeden Fall. Und ist auch. Das könnte kritisch werden. Aber wenn ich das Seil erreiche, dann schon. Haha.
So. Jacob zu tun? Nee. Oh, wo ist denn der Typ hier? Oh. Sägewerk geht mir krass am Arsch vorbei. Ich will nur meinen Dietrich haben. Ah, da vorne war er, ja. Wenn ich zurückkomme, dann rasiere ich die schon. Aber erstmal, wo ist er? Haben Sie es geschafft? Ja. Sind die Sender? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, richtig, können Sie das hier benutzen. Das können wir gleich hier ausprobieren. Halten. Okay. Mann, das war ja schwer. Ach, war es doch nicht. Compound-Bogen, das ist gut. So, liebe Freunde, seid ihr noch da? Ihr seid noch da. Ihr dachtet, ihr könnt mich ficken, jetzt werdet ihr doch zerschmettert. Und Tepugloni, Deutschlands lässigstem Offbeat. Ja. Yeah. Das war der Kopftreffer. Zack! Oh, der ist mal weggefliegt! Oder auch nicht so. Nein! Das ist eine schlechte Idee! Fuck! Wo sind die alle? Warum haben die 180 Granaten? Was ist das? So, hallo. Kannst du dich bitte ernsthaft ficken gehen? Zack! Ihr seid beide nicht tot. Der hintere auf jeden Fall nicht. Boah, leck mich am Arsch. Nein, ich bin gut. Mann, aber da sind noch drei. Muss ich noch hier drin verstecken? Sie? Ah, die verblieben. Ah, ja. Gut. Sie ist verletzt. Wer? Warum sie? Kannst du überhaupt... Anhand von... Kannst du aus dem Blut Chromosomen rauslesen, oder was? Lara, bist du wirklich so gut? Respektabel. Ja, ich glaube, viel ist da nicht mehr. Sie muss irgendwo hier sein. Vielleicht gibt es eine Spur. Dose. Warum sie? Hier sind drei. Warum soll es nur eine sein? Nein, ich verstehe nicht. Ich verstehe gar nichts, hat sich. Ach, komm. Was mache ich hier? Das ist, glaube ich, die beste Frage. Kann mir keine beantworten, tue. Ich wusste, hier ist was. Vielleicht in einem dieser ein Familienfoto. Russland, späte 1950er Jahre. Vielleicht war einer von ihnen hier gefangen. Hier steht etwas geschrieben. Erinnere dich. Ja, aber den Russland-Skill, Russisch-Skill, den hat sie, na klar. So, irgendwelche Spinde sollen jetzt hier. Ja. Nichts. Aber auf jeden Fall groß genug für ein Versteck. Oh, also hier sind drei Spinde und ich muss sie durchs. Oh, oh, ja. Okay. Leer. Natürlich im letzten, wo ist der jetzt? Der ist letzten Nachsehen. Da. Hier ist ja Blut dran. Stopp! Stehen bleiben! Okay. Ich bin nicht von Trinity. Mein Name ist Lara. Deine Waffe ist nicht geladen. Ich kann sehen, dass der Zylinder leer ist. Ist nur gefühlt. Der Schlagbolzen hat eh nie funktioniert. Du bist verletzt. Ich muss mich nur kurz hinsetzen. Ich knall dich ab! Nicht wahr?
Ich bin Nadja. Also, ich will nicht sagen, ihr Gesicht hat eine interessant niedrige Auflösung, aber wenn man da mal hinschaut, also... Ich könnte Hilfe gebrauchen. Textur, was ist das? Was kann ich tun? Mein Großvater hat sich nachts aus dem Dorf geschlichen. Das ist keine Antwort. Ich glaube, er will zum gottlosen Tal, wo die Hexe Baba Yaga lebt. HD? Ich wollte ihn einholen, als mich die Eindringlinge erwischt haben. 360 Vor meiner Geburt hat die Hexe meine Großmutter ermordet. Was ist doch absolut irrelevant. Er hat immer von Rache gesprochen. Aber ich hätte nie geglaubt, dass er es tatsächlich wahr macht. Die Zeit ist knapp und in dem Zustand kann ich nicht selbst. Wir müssen ihn finden. Tut mir leid, das geht ihm bestimmt gut. Oh. Aber ich kann gerade nicht... Ich wollte... Nein, es tut mir leid. Ja. Ich verstehe. Ja, scheiße. Kann die Mission doch noch annehmen? Hab nur aus Spaß ein bisschen gerollt. Nadja, also. Kann ich dir noch helfen? Mein Großvater braucht Hilfe. Ja, ich er mach schon. Er ist ins gottlose Tal gegangen. Ja, gib mir noch die Mission. Wir müssen ihn finden. Ich werde dort lang gehen und versuchen, seine Spur aufzunehmen. Ja, meine Güte. So, nach Großvater, ja. Also nach links. Das ist gutes Movement. Oh ja. Oh, das ist gut. Ich erinnere mich wieder. Das habe ich beim 2013 auch gemacht. Ein ziemlich hottes Movement. So, war das die Höhle hier? Das ist, glaube ich, nicht schneller als irgendwas anderes, aber. So, bin ich hier richtig oder... Ja, bin ich. Perfekt. Allerdings war ich hier hinten schon. Ich war ja auf jeden Fall schon am Ende der letzten Folge. Lara, ich habe bei einem toten Eindringling ein Funkgerät gefunden. Kannst du mich hören? Laut und deutlich. Ich kann die Frequenz der Eindringlinge überwachen, während ich mich Lara. Verachte. Ich werde nicht, was Nützliches höre. Ich war ja doch schon, warum muss ich hier nochmal hin? Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Genau. Glaubst du denn daran? In das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brachten, um bei meinem Forsch der Ruinen zu helfen. Klingt nach einem ganz großen Haufen. Scheiße! Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist in dem Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Ja, ich weiß, ich weiß schon. Ich empfange eine Übertragung. Das musst okay. du hören. Ja, das gibt's mir. Sofortige Evakuierung! Sag mal nicht. Okay! Wo bleibt der Jumpscare? Irgendwas geht da draußen auf. Und jetzt kann ich hier lang, genau, es ging letztes Mal nicht. Wir werden es heraus. Und ich kann sprinten, stimmt ja. Aha. Also nochmal Jumpscare, das war's nicht. Diese Hexenstimme. Fragwürdig. Ich bin's einfach nochmal. Ich könnte die Line nochmal bringen. Beim dritten Mal wird sie noch viel besser. Weißt du, die Hexe will mich ficken, jetzt wird sie doch zerschmettert. Hier ist ein kleines Lager. Tippen Cloni, Deutschlands lässigsten Off-Speaker. Es wird bei jedem Mal wird die Line noch besser. Wahnsinn, das ist ganz toll. Tolle Eigenschaft davon. So. Hätte ich mir das gerade mal aufgespart, hätte ich beides auf einmal machen können. Aber man kann es ja nicht riechen. Whoop.
Durchsuchen Sie. Ich glaube, ich habe dein gottloses Teil gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Ja. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Kannst du bitte aufhören zu reden? Hier ist ein Lager und ich will es benutzen. 2 Punkte. Fantastisch. So, was haben wir hier noch? Ausweichkonter. Ja, wäre schon geil. Habe ich dieses schnelle Heiler-Ding schon? Nee. Oder doch? Nee. Ich muss es ja schon haben. Na komm. Nehmen wir das und den effizienten Plan. Na dann. Können wir noch was lesen? Nadja, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du. Ich heiße Tipungloni, übrigens, aber ist egal. Du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Martin Sonneborn gefällt das, die Partei. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. Fantastisch. Muss ich mir noch mehr von dem Zeug anhören? Oh, tatsächlich. Oh, den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. Wenn man so ein Aufnahmegerät da links wirklich so in groß zeigen will, um Platz auszufüllen, vollkommen okay. Dann wäre es nur vielleicht eine gute Idee, das ein bisschen hochauflösender zu gestalten, die Textur. Weil so sieht es halt irgendwie scheiße aus. Nur wen es interessiert. Also es interessiert mich bedingt. Es stört mich ein bisschen. Sieht ganz schön geil aus hier. Uiuiui. Oder doch nicht. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht verstehen. Irgendwas stimmt nicht. Geht's hier nach Shangri-La? Okay. Cool. Ich muss träumen. Ist nicht real. Das kann nicht sein. Ja. Natürlich kann es nicht sein. Was denkst du denn? Aber wohin? Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Natürlich kann es nicht sein. Nein. Warte. Wo bleibt der Jumpscare? Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Ich glaube daran, dass kein Jumpscare kommt. Das will nicht zu Tomb Raider passen. Nicht er. Natürlich ist es er nicht. Ich muss sofort hier raus. Fickt euch! Ich war darauf vorbereitet. Ich wusste, es kommt. Das Problem ist nur bei den. Ich möchte mal kurz erklären: bei den In-Ears muss ich den Fernseher mal deutlich leise drehen, sonst ist es viel zu laut. Und ich hab's nicht leise genug gedreht. Oh, leck mich am Arsch. Boah, scheiße. Ich will nur weg. Bitte. Ja, ich auch.
Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Schau nicht auf das Foto rechts. Was spiele ich hier eigentlich? Hätte ich die Mission nur mal nicht angenommen. Meine Güte. Lasst mich alle in Ruhe. Ich will das nicht. Es ist die Strafe. Die Strafe, dass ich diese Leine die ganze Zeit gebracht habe. Die Leine wird doch zerschmettert. Hier, lässigster Offbeat-Rapper. Ich habe sie dreimal gemacht und das Spiel bestraft mich. Und ich verstehe das. Es tut mir leid, warum laufen Häuser? Oh mein Gott! Nein, das ist real, Lara. Es passiert gerade wirklich. Meine Güte. Oh, ich kann mich bewegen. Ich kann mich frei bewegen, danke.